Hallo und guten Tag vom Köln-Bonner Flughafen. Das ist doch genau der richtige Ort, um mich Ihnen kurz vorzustellen und zu sagen, hello, goodbye. Und doch hat die Atmosphäre noch immer hier am Flughafen etwas ganz Besonderes. Gerade wenn man hier unten im Ankunftsbereich die Menschen beobachtet, wie sie mit strahlenden Augen und voller Vorfreude auf ihre Liebsten warten, die sie dann endlich wieder in die Arme schließen können. Das ist in der Nähe von Hannover. Dort leben Madeleine und Patrick Russo. Eine junge Familie mit Sohn Julius. Und die haben uns einen Notruf geschickt. Hallo, wir bauen euch. Familie Russo, erstmal ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen. Natürlich geben wir unser Bestes. Wir haben den Notruf vorher schon online gestellt und können mal gucken, wie viele Abrufe es in der Zwischenzeit gab. Das sind über 250.000 Klicks und es gibt wohl auch erste Einträge. Aber was ist eigentlich los mit dem kleinen Julius und mit dem Bau? Hier ist die ganze Geschichte. Man stellt sich alles. Mittlerweile gibt es ja in vielen Kinderzimmern mehr Rechenpower als an manch einem Arbeitsplatz. Ein weiteres Beispiel, der Deep Dive. Präsentation, Vorlagen, News, Analysen und Referenzen. Studio 1 zu Gast bei Marino. Für die ARD ist der sympathische Moderator mit seinem Studio 1 unterwegs. Auch hier trifft er Prominente und die, die sich dafür halten. Wenn du dir die Stadt anschaust und mir mal verrätst, was die Bedeutung von Hamburg eigentlich für dich ist. Hamburg war... Und welcher Platz in Hamburg ist für dich das pure Hamburg? Ja, also diese Stadt ist einfach wunderschön. In wenigen Minuten hebt sich hier im Kapitol in Düsseldorf das erste Mal der Vorhang. Und zwar für das Tanzmusical Saturday Night Fever. Hätte das Leben in Ihrem Falle diesen typischen ostwestfälischen Gang genommen, dann hätten wir heute einen großen Künstler weniger und einen Großaußenhandelskaufmann mehr. Ja. Stimmt das? Das stimmt. Großhandelskaufmann oder Altenpfleger wäre auch noch gegangen. Guten Abend, meine Damen und Herren, und vor allem herzlich willkommen zu den Hamburger Legenden aus dem Grand Élysée. 1400 Zuschauer werden erwartet und unsere 6 Finalisten sind aufgeregt, aber bestens vorbereitet. Das war's.